Hello, hello und willkommen zu Spyro's Adventure. Wir spielen Skylanders und zwar auf 100%. Also, ne, jedes Kapitel kompletti, tutti, vollständig. Und das hier sind Livestream-Aufnahmen aus dem letzten Jahr. Ja, die Zukunftsnudel spricht hier. Ja, ja. Und ja, ich werde pro Video ein Kapitel hier behandeln. Und euch die Zeitabschnitte in der Videobeschreibung verlinken, wo man was finden kann, um alles vollständig zu bekommen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der Vergangenheitsnudel, die letztes Jahr live dieses Spiel gespielt hat. So, Skylanders Abenteuer! Ich habe hier ein paar Spielstände. Der erste, keine Ahnung, hat vielleicht einer meiner Kinder angefangen vor 800 Jahren. Und ja, das hier war das Let's Play damals. Mit 19 Skylandern. Und das hier war vor ein paar Jahren der 100% Run auf Twitch. So. Weißt du? So, das sind die Spielstände, die ich habe. Ich mach noch mal ein bisschen. Ein Tacken noch. Hier so. 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 Na? So. Okay. So. Wirst du es von ganz vorne anfangen? Ja. Definitiv. Die Skylander werde ich aber nicht zurücksetzen, weil sonst hängen wir hier wirklich ewig dran. So, Skylands-Abenteuer, ein neues Spiel starten. Let's go! Ja, dann nehme ich direkt den ersten Spielstand, ne? So. Let's go! Sei gegrüßt, junger Portalmeister. Ich habe dich schon erwartet. Ich bin Ion. Ich führe dich durch diese Welt. Aber wo bist du, fragst du vielleicht. Dies sind die Skylands. Eine antike Welt der Wunder und Mysterien. Über Generationen hinweg haben die Portalmeister und ihre Skylander hier den Frieden und das Gleichgewicht bewahrt, damit alle Wesen leben können. Alles, was du hier siehst, wird von Magie durchströmt. Jeder Stein, jeder Baum, jedes Tier. Aber jetzt ist unsere Welt in großer Gefahr. Die Finsternis breitet sich aus. Die Skylands brauchen deine Hilfe. Ein großes Abenteuer wartet, junger Portalmeister. Ich habe meinen treuen Gehilfen Hugo zu dir geschickt. Wir hören uns. Schon bald. Wow, sieh mal, wie viele Ballons abheben. Das erleichtert die Parkplatzsuche. Die heben nicht nur ab, sondern sie fliehen. Da liegt was ganz furchtbar im Argen. Ach so, das erklärt auch die fliegenden Felsen. Bist du sicher, dass das ein guter Plan ist? Geh schon, Flynn, such dir einen erhöhten Platz. Wir treffen uns an der anderen Stadtgrenze. Claro! Viel Glück, Hugo. Hugo, hi! Kapitel 1, Trümmerinsel. Yay. Ich hoffe, der Delay weitet sich nicht aus. Ansonsten müssen wir nochmal in den Einstellungen ein bisschen rumlücken. Meister Ion hat gesagt, es würde Hilfe kommen. Ich soll genau hier warten. Erst explodiert der Kern, dann fange ich an, Stimmen zu hören. Und jetzt stehe ich mitten in einem Dorf, das von wer weiß was in Stücke gerissen wird. Ich bin eindeutig verrückt. Ach nein. Es ist soweit, Portalmeister. Es ist soweit. Jetzt kommt Spyro mit Weihnachtsmütze. Ja. Boom. Wow, Spyro, du bist zurück. Meister Ion hatte recht. Er hat also wirklich einen neuen Portalmeister gefunden, der uns hilft. Ich habe natürlich nie daran gezweifelt. Ich weiß, dass du zuschaust, du großer Portalmeister. Ich bin Hugo und wir haben viel zu tun. Das Dorf braucht uns. Ja, das Dorf braucht uns. Cool. Ich kann fliegen. Jawollo. Und rammen. Ah, der Delay wird immer heftiger. Cool. Hugo, hallo. Boom. Kaboom. So. Ah, okay. Also wenn der Delay zu groß wird, deaktivieren und aktivieren wir einmal. Das Spiel ist einfach schon 12 Jahre alt. Alter Schwede, ne? Alter Schwede. So. Jetzt konzentrieren wir uns mal hier ein bisschen aufs Spielen.
Hetnat. So. Man kann ja hier in dem Spiel nicht selber springen. Dafür gibt es Sprungkissen. Ich grüße dich, junger Portalmeister. Ich, Ion, werde dir helfen. Benutze deinen Skylander, um durch Hindernisse und Trümmer zu brechen. Aha, aha. Vergessen, was ich sagen wollte. Dann fliegt ein Dreirad. So, wir werden einmal hier durchbrechen. Brechen können wir nämlich gut. Was? Ich weiß auch nicht. Wir haben gehört, die Skylander wären alle fort. Aber es ist so toll, dich zu sehen. Die Hauptstraße wurde zerstört und die Leute stecken alle drinnen fest. Das ist sehr gefährlich. Oh no! They need help. Es könnte helfen, wenn du diese Mauer einreißt. Vielleicht klappt es ja mit der alten Kanone da. Lass uns die alte Kanone benutzen. Benutze Aktion, ja, um die Kanone abzufeuern. Ich habe vergessen, wie viel die Leute hier reden, ne? So, Aktion. Boom. Endlich frei. Oh, danke. Lauft, ihr Kleinen, lauft. Wo lauft ihr eigentlich hin? Warte, ich will gucken, wo ihr hinlauft. Wo seid ihr? Simme! Da sind sie. Hallo. Ja, weiter kommt ihr nicht, ne? Vielleicht holt Flynn euch hier irgendwann ab. Wir werden sehen. Bam. Ich wollte gerade da hochspringen und das, den Schatz einsammeln, aber das geht gar nicht. Erstmal in die Stadt ballern, yo. Die alte Stadt. So, hallo. Es ist wirklich schön, dass die Skylander zurück sind. Ja, es ist wirklich schön. Ich liebe alles daran. Hey, du bist doch ein Skylander, oder? Ich wusste gar nicht, dass ihr hier seid. Wir brauchen wirklich eure Hilfe. Kannst du den Schlüssel holen und uns rauslassen? Kein Problem. Ach, was ich machen muss, warte mal. Ich glaube, wir müssen bei jedem auch einmal das Eigentum anfordern, damit sie auch in die Liste eingetragen werden. Möchtest du wirklich das Eigentum an diesen Skylander ändern? Sein Name wird zurückgesetzt und er wird in deiner Sammlung hinzugefügt. Also sein Spitzname wird zurückgesetzt. So. Alles klar. Neue Heldenherausforderung verfügbar. Das müssen wir mit jedem Skylander machen. So. Kann man hier rein? Nein. Kann ich hier rein? Nein. So. Dann machen wir hier einmal auf. Und dann gehen wir einmal zurück und schießen nochmal mit der Kanone. Aber erst, wenn die vorbeigegangen sind. So. Kabum macht's nochmal. Wie oft willst du die Figuren eigentlich wechseln? Also mindestens jedes Mal, wenn ihr uns sagt, hier ist der und der Skylander besser. So. Schüttel, 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 schüttel. So. Thank you. Thank you. Du hast eine Schatzkiste gefunden. So. Kann ich hier rein? Nein. Hallo. Am anderen Ende des Dorfes passiert etwas Schreckliches. Ah, okay. Ich sehe da hinten einen Seelenstein. Da ganz hinten. Aber es darf nichts Schreckliches passieren. So, hier haben wir einmal, ich glaube, den legendären Schatz, oder? Hier stand vorher ein Haus. Und da ist die Schriftrolle auch schon im Hintergrund. So, legendärer Schatz gefunden. Das Sparschwein. Yay. So, hier können wir auch gleich schießen. Aber erstmal Lucky Lucky machen. Alles angucken und so. Kann ich hier runter? Nein. Kann das Tor nur mit einem Schlüssel öffnen. Okay, hast du was zu sagen? Der Schlüssel für das Tor ist bei der Kanone. Ah, danke. Thank you. So. Dann auf nächster Entfernung einfach hier draufballern. So, und den Schlüssel nehmen. Ich möchte die Schriftrolle. Bumm. Schade. So. Weiter geht's. Bing, bing. Was bin ich froh, dass die Skylander hier sind. Hoffentlich gibt es mehr von euch. Wir haben ein gewaltiges Problem. Es gibt noch 31 mehr von uns. Die Brücke ist nicht passierbar. Und es sind noch Leute auf der anderen Seite der Schildkrötenschlucht. Oh je. Oh je. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Ja, ich auch. Labas da drüben kann die Schildkröte nicht bewegen. Hilfst du ihm bitte? Ich helfe ihm. Alles klar. Ich helfe, ich helfe. Aber erstmal sammeln und so. Ich versuche mit X immer zu springen, ne? Es ist furchtbar. Es ist einfach furchtbar. Hallo, hallo, hallo.
So, Schildkrötenschlucht. Beim Pythagoras, du bist ein Skylander, oder? Gut, dass du hier bist. Mein Gehirn ist ziemlich groß, aber meine Muskeln sind schwach. Ich brauche einen starken Helden wie dich, der mir hilft, diese Schildkröte zu bewegen. Mein Gehirn ist auch sehr groß. Schiebe die Schildkröte, um einen Weg nach vorn frei zu machen. So, ein Weg nach vorne. Es ist wirklich schön, dass die Skylander zurück sind. Kann ich das zurückschieben? Nein. Wäre dann irgendwas passiert? Nudi, spring mal. Entschuldigung. So, hier gibt's kein Zurück mehr. Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube nicht. Ansonsten können wir das Level ja nochmal machen. Ich meine, müssen wir sowieso wegen dem Zeitbonus. Jedes Level hat ja hier Ziele, ne? Gegnerziel, keine Leben verloren, alle Gebiete gefunden, bla bla bla. So sieht's aus. So, weiter geht's. Aber wir spielen das erstmal so relativ casual, sammeln alles und dann geht's weiter. Hallo, du da unten! Hi! Ich bin Flynn. Hugo hat gesagt, dass ich auf dich warten soll. Du kommst gerade rechtzeitig. Ich weiß, was diese Insel zertrümmert. Komm mal her, dann zeige ich's dir. Ja, zeig's mir. Was? Benutze die Sprungkissen. Die federn richtig gut. Nein, mach ich nicht. Ich gehe hier lang. Nein, wir müssen natürlich erst die Schildkröte da reinschieben. So. Wisst ihr was? Jetzt wechsle ich mal den Skylander. Das Magietor öffnet sich zwar auch mit Spyro, aber wir wollen ja hier, ne, nach und nach die ganzen Skylander auch dingsen. Eigentum. Besitzansprüche und so. Wudud! Hier, der ist nur auf Stufe 7. Du brauchst einen Magie-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. I know, Ion, I know. Das war der falsche Knopf. Hier, einmal Eigentum beanspruchen. Yes. Dankeschön. Weiter geht's. Neue Heldenherausforderung verfügbar. Dankeschön. So, hier ist der Seelenstein von Chop Chop. Hieß er Chop Chop? Ich glaube, er hieß Chop Chop. So, aber erstmal machen wir dieses Geschenk hier auf. Hast du alles Skylander? Ja, für Serie 1 ja. So, möchtest du die neue Hut aufsetzen? Nein. Hüte gab es hier ja auch. Uiuiui. So, Seelenstein. Let's go. So, verwünschte Knochennägel für Chop Chop. Möchten wir uns das ansehen? Natürlich möchten wir uns das ansehen. Kaufen Sie Chop Chop. So, das hätten wir. Ja. Oh, hoppala. Er macht ja lustige Sachen. So, die Schildkröten sind verschoben bis zum geht nicht mehr. Weiter geht's. Das ist Schleichwerbung. Ja, ist echt so. Ist echt so. So, nun können wir hochspringen. Hui. Kann ich hier hinten irgendwas machen? Man muss manchmal echt in jede Ecke gucken und sich irgendwo runterfallen lassen, eventuell, um alle Orte zu bekommen. Hier, Schriftrolle. Und die Schriftrollen sind ein Verweis auf Schätze, glaube ich. Legendäre Schätze. Form und Größe der Portale sind unterschiedlich. Aber durch die Kontrolle eines Portalmeisters können diese mystischen Geräte 2 Punkte in Raum, Dimension und, wenn wir den alten Legenden glauben dürfen, auch Zeit verbinden. Portalmeister können dann Skylander und Magie auf die andere Seite schicken. Okay, dankeschön, Ion. Dankeschön für die Infos. So, einmal hier rüber. Und bam, hier hoch. Hallo, Flynn. Siehst du den Wirbelsturm? Ganz schön heftig. Aber da. Ich habe eine Idee. Wir machen das jetzt. Wow. Nein! Flynn! Hilfe! Hilf mir! Oh no! Er ist einfach weggeflogen, hat mich zurückgelassen. Dankeschön.
Die Chompy-Grube, die kenne ich aus Teil 2. Das war knapp. Ist schon okay. Geh einfach weiter. Ich drehe eine Runde und wir sehen uns dann später wieder hier. Mhm. Oh, kleine Korrektur. Ein Verweis auf Schätze sind die Schriftrollen erst in Giants und auch nur dort. In Teil 1 sind das alles Details zur Lore. Dankeschön für die Info. So, hier haben wir... Oh, ich komme hier nicht rüber, weil ich kein Wasser-Skylander bin. Dann nehmen wir den mal wieder runter. Und nehmen Wasser-Skylander. Flynn einfach ehrenlos. Yes. So, hier bin ich. Du kannst auch hier rüber. Jawollo. Einmal die Kiste hier. Hier, Whamshell ist erst auf Stufe 6, ne? So, danke, danke, danke. Schatzkiste gefunden. Hier wollte ich einmal gucken. Boah, hier muss ich ja quasi noch alles machen. Okay, einmal Eigentum annehmen. Yes. Wir haben wieder eine Mini-Verzögerung, aber ich glaube, ich mache das nach jedem Kapitelwechsel dann einmal. Ich muss noch gucken, wie wir das hinkriegen, dass das keine Verzögerung mehr gibt. Beim nächsten Stream dann. Ah, du bist es. So ein Glück. Ich würde diesem Wirbelsturm gerne kommen. Nur die Monstertore sind im Weg. Monster stecken sich ein Gebiet ab, in dem sie diese Tore bauen. Und diese hier sind besonders fies. Hungrige kleine Chompies. Chompies. Ah, ich bin auf der sicheren Seite, danke. Es ist besser, als auf der Chompy-Seite zu sein, da, wo du bist. Aber keine Sorge, das Tor öffnet sich, wenn alle Monster besiegt sind. Du musst also einfach nur alle Chompies da drin loswerden. Und alles ist gut. Ja, alles ist gut. Viel Glück. Ja, danke. Oh, hallo Chompy. Chompy! Angriffe, um die Chompies zu besiegen. Ja, Angriffe. Ja, 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 ja. Ich kann auch so zuhauen. Machen wir es so. Ist vielleicht ein bisschen besser. So, gib mir Erfahrung und Money und Gold und Edelsteine und alles. Dankeschön. Das war's hier in der Chompy-Grube. Okidoki. Hallo. Hier bin ich. Das hier sind Elementartore. Hinter solchen Toren liegen große Schätze. Aber sie können nur von einem Skylander desselben Elements geöffnet Richtig. werden. Du brauchst einen Technologie-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Du Nein, ja, ja, Ion. Lass mich doch mal machen. Die reden alle so viel. So. Ach, guck mal, hier bin ich dann wieder in der Chompy-Grube. Ich bin einfach runtergesprungen. Das war natürlich sehr intelligent. Oder? Ist das... Ja, da ist das Tor. Ich guck einfach mal, was man hier so machen kann, ne? So, und hier kann man auch wieder hochspringen. Shortcut. Okay. Dann gehe ich mal wieder in den Strudel. So. Lass es hochgehen. So, schön hier alles sammeln und machen. Und dann ist alles gut. Ein Hut! Ha! So, ein Pfannhut. Wunderschön. Den setzen wir nicht auf. Hast du alle Serien 1 Figuren? Nein, manche sind auch Serie 2 oder 3 oder so. So, hier gab es nur den Hut. Dann können wir wieder gehen. Oder? Hoppala. Kann ich auch hier runterspringen? Nein, natürlich nicht. Gehen wir hier runter. So, wir müssen jetzt wieder wechseln. Habe ich... Ja, ich weiß. Um Tor zu ich weiß. Habe ich hier schon Eigentum beansprucht? Ja. Okay, dann lass wechseln. So, wir nehmen einen Technologie-Skylander. Die habe ich hier auf der Seite. Nehmen wir meinen Liebling. Ja. Jawollo, Robot. Was bringt der Stint Elementarkraft? Mehr Info. Steigert den Schaden, den du in deiner eigenen Elementarzone bewirkst. Boah, das ist... Warte. Ein Moment. Das müssen wir leider zwischendurch mal machen. Sonst ist das furchtbar. So.
Ich werde zusehen, dass ich bis zum nächsten Mal eine Lösung dafür finde. Drawboot ist toll. Ja, Drawboot ist super. So, wir müssen dran denken. Wir können nicht springen. Kann ich hier runter? Nein. Noch ein Hütchen. Ich habe den Mini-Drawboot. Ich auch. Aber der ist... Der, den ich habe, der ist nicht für Spyro's Adventure. Ah, ich hätte einen kleinen Trigger Happy. Trigger Snappy nämlich. So. Oh, da ist er runtergefallen. Das sind auch noch Serie 1 Minis. Die gab es damals nicht zu kaufen. Und da ich, ne, YouTube und so und Verbindungen zu Activision und Toys for Bob, da habe ich die zugeschickt bekommen. Das war toll. Und ich durfte auch welche verlosen damals. War schon sehr cool. So. Was mich an den Minis ein bisschen stört, ist, dass sie unten nochmal extra angezeigt werden, obwohl die auf dem Bild herumlaufen. Aber nun ja, was willst du machen? So ist das halt. Ah, der Wirbelsturm! Halt! Bei meiner Kniekehle! Der königliche Palast der Mabu ist verschwunden! Und, oh nein, da! Die königliche Familie steckt fest! Du musst sie retten! No! So, erstmal hier bam, bam, bam. Magst du auch öfter Objekte wie die magische Truhe benutzen? Ja, in späteren Leveln vielleicht, falls ich wirklich etwas Probleme kriegen sollte. Aber ich denke, ja, je nachdem. Mal gucken. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, wir haben hier wieder was zum Bumm machen. Bumm. Komm, gleich nochmal. Okay, bringt nichts. So, einmal den Schlüssel bitte. Und hier hätten wir eine Kiste. So, alle Kisten gefunden. Nice. Es gab ja auch früher Skylander-Tipps, ne? Aber alle Videos sind von ihnen nicht mehr da. Ja, die haben sie gelöscht. Warum, weiß ich nicht. Wurde ich auch schon öfter gefragt, was mit denen los ist. Warum die kein YouTube mehr machen oder so. Aber das weiß ich nicht. So, wie sieht es denn generell gerade aus mit den Zielen? Okay. Sieht gut aus. Dann machen wir das gleich nochmal in Speed-Geschwindigkeit. Du hast es geschafft! Dank dir könnten alle Dorfbewohner rechtzeitig evakuiert werden. Ja! Das ist erst der Anfang. Es gibt Berichte von schrecklichen Katastrophen überall in den Skylands. Ja, und es wird noch eine geben, wenn wir nicht in die Gänge kommen. Der Wirbelsturm erreicht uns. Oh, stimmt. Wir sollten uns in Sicherheit bringen. Ich erkläre unterwegs alles. Mhm, tu das. Tu das. Was bringt das mit dem Eigentum? Dann werden die Heldenherausforderungen freigeschaltet. Für die einzelnen Skylander. Ja, der Wirbelsturm. Da ist er. Die Trümmerinseln. Bye bye. Auf Wiedersehen. Wenn man das gleich nochmal. Und dann ist der Wirbelsturm plötzlich wieder weiter weg. So, fortfahren. Alles geholt hier. Nice, nice. Solange man sich erinnern konnte, wurden die Skylands von den weisesten und mächtigsten aller Wesen beschützt. Den Portalmeistern. Und der beste von ihnen war Meister Ion. Er und seine Skylander beschützten den Lichtkern. Seit Jahrhunderten hatte der Lichtkern die Welt bereichert und die Finsternis in Schach gehalten. Die ultimative Macht des Bösen. Aber jetzt war Ion der letzte Portalmeister. Und da er im Alter immer schwächer wurde, wusste er, dass die Finsternis früher oder später zurückkehren würde. Meister Ion, die Wolken, stimmt etwas nicht? Hast du schon mal erlebt, dass finstere, ominöse Wolken Gutes verheißen, Hugo? Geh an deinen Platz!
nichts, Hugo. Skylander, die Finsternis ist eingetroffen. Bereitet euch auf den Kampf vor. Ich Chaos! Ich warte schon lange auf diesen Tag, um Rache zu nehmen. Bald werden die alle vor mir niederknien. Chaos! K-A-O-S! Chaos, ich hätte es ahnen sollen. Und was hast du mit deinem Kopf gemacht? Das sieht lächerlich aus. Was? Ha! Mein Kopf ist ehrfurchterregend, sag ich dir. Fürchte ihn! Fürchte meinen riesigen Schwebekopf! Siehst du? Ich hab ja gesagt, er ist nicht gruselig genug. Ruhe, Glamschätz! Du verdirbst mir die böse Laune. Es reicht. Du dachtest wohl, du hättest mich in die Outlets verbannt. Ich, Chaos, kehre zurück, um den Lichtkern zu zerstören und die Skylands als Imperator zu regieren. Und du bist so alt und schwach, Leon, dass du nichts dagegen tun kannst, ja? Ich habe es dir schon mal gesagt, Chaos. Du bist ja machtlos und die Finsternis genauso. Ach ja, wirklich? Das werden wir ja sehen. Skylander! Jetzt hab ich es. Wir verlieren. Starten wir jetzt also Plan B? Nein, Glamshanks! Ich habe eine viel bessere Idee! Nehmen wir Plan C! Hugo. Irgendjemand? Und an dem Tag wurde der Lichtkern in die Weiten des Universums gesprengt. Und die Skylands verloren ihre größten Beschützer. Aber es gibt noch mehr zu erzählen. Die Skylander trieben immer weiter und weiter von der Linie der Skylands fort und fingen an zu schrumpfen, bis sie deine Welt erreichten, wo sie darauf warteten, gefunden zu werden. Doch Meister Ion, er hat überlebt. Aber er war verändert. Er wurde zum Geist. Ohne seinen Körper konnte er nicht gegen Chaos und die Finsternis kämpfen. Aber jetzt haben wir ja dich, junger Portalmeister. Wir essen die Erfahrungspunkte, ja. Noms, weg waren sie. Den Portalen sei Dank, wir sind heil geblieben. Ja. Also, wie du siehst, ist der Lichtkern zerstört und die Skylands sind in großer Gefahr. Der Wirbelsturm war sicher kein Zufall. Das ist das Werk von Chaos. Boom. Chaos. Oh, der geht mir echt gegen den Strich. Wenn ihr es mit Chaos aufnimmt, bin ich dabei. Das freut mich, Flynn. Kaylee will uns auch helfen. Kaylee? Von dem Mädel habe ich schon einige Dinge gehört. Interessante Dinge. Wenn sie dabei ist, bin ich doppelt dabei. Klasse! Wenn du bereit bist, geh mit Flynn zum gefährlichen Grasland. Ich mach den Ballon schon mal startklar. Mhm. Und wenn du noch mehr von diesen Schafen mitbringst, werde ich dir nie verzeihen.
Mäh. Jugo hat Angst vor Schafen. Jugo hat Angst vor Schafen. Ja, ich würde gleich auf jeden Fall das Level nochmal machen, weil wenn ich das erst nach dem Durchspielen mache, vergesse ich die Hälfte, wo ich lang muss und so. Und deswegen Safety first. Direkt nochmal. Man sind ja immer nur ein paar Minuten. Deswegen ist das gar nicht so schlimm mit den doppelt gemoppelt. Wer ein klassisches Skylanders Let's Play sehen möchte, guckt sich halt nochmal die alten Videos an. Aber hier ist 100%. Und dann machen wir, was wir wollen. Haha. Nein. Ja. Genau. So. Eigentum. Das hätten wir einmal. So. War noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich fand die Idee nicht schlecht, dass die Skylander auf der Erde landen. Wir sind die Einzigen, die sie nach Hause schicken. Ja, moin, hallo. Hugo hatte recht. Erinnerst du dich nicht an Trap Team? Doch, ein bisschen. So, lass mal Kapitelauswahl direkt machen. Und hier 3 Sterne holen. Warte, erstmal möchte ich gucken, wie schnell ich mit Robot bin nochmal. So, das war das, das war das. Das ist ziemlich langsam, aber wenn ich einmal drücke, ist er sehr schnell. Okay. Jawollo, dann machen wir das einmal. Wann würdest du die Heldenherausforderung machen wollen? Immer mal wieder zwischendurch? Ich glaube, relativ gegen Ende. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, damals, vor ein paar Jahren, habe ich die auch ganz am Ende alle hintereinander gemacht. So. Warte mal. Wir haben wieder Mini-Delay drin, ne? Mini-Delay! So. Let's go. Kapitelauswahl. Kapitel 1. Yes. Geschafft. Beendet. Geschafft. Sammlungen. Wir müssen nur noch geschafft schaffen. Haha. So, überspringen. Ja, bitte, Drawout, ich nehme mal Trigger Snappy runter. Der nervt ein bisschen. Die machen eh nichts als rumlaufen. So, let's go. 3 Minuten. Oder was das war. Es geht auf jeden Fall sehr schnell alles. So, ja, ich grüße dich auch, Ion. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ruhe da. Seien Sie leise! So, ja, hier, alles toll, alles super. Ach ja. Schön, schön. Geht weg. Alle weg, alle weg. So, hier einmal landen und wieder so und wieder so. Dein Skylander kann das Tor nicht. Ich weiß, Ion. So, er möchte uns jetzt erst voll labern, das ist auch okay. Er möchte auch labern, ne? Ja. Auch überspringen. Schiebe die Schildkröte, um einen Weg nach vorn frei zu machen. Hier, Weg vorne. Bam. Oh nein, wir sind absolut erledigt. Ihr seid nicht erledigt, ich bin da. Nudel, haltet alle in die Fresse. So, dann einmal hier rüber, da hoch. Und hier ist Flynn. Überspringen. So, einmal. Benutze deine Angriffe, um die Chompies zu Attacke! Der dritte! So, 4 noch. Wo sind sie? Wo sind sie? Kommt her! So. Lass mich durch. Ich bin schneller als du. So, das dahin. Einmal hier hoch. So, und die Tür öffnen und dann wäre das auch geschafft. So, befreit. Tada! Geschafft in unter 3:48. Wieso steht da nicht die genaue Zeit? Das war nicht mal eine halbe Minute. Vielleicht? Da stand leider keine genaue Zeit. Wieso steht da keine genaue Zeit? Ich finde das so toll. Schade. So, das war das war Kapitel 1 vollständig. In aggressiv. Geh zu Flynn. Wir haben keine Zeit. Ja, okay. Ich wollte mich doch nur mal umschauen. Ist alles so schön hier. Ne, Kleiner. Hey, 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 hey. Hier geblieben. Hey, du bist ein Skylander, ja, oder? Ja. Oh, das war so cool, wie du meine Familie gerettet hast. Wenn ich groß bin, will ich genau so sein wie du. Oh, bist du süß. Oh, warte mal. Das machen wir.
Magie. Den habe ich den schon benutzt? Nee. Double Trouble. So, einmal Besitzansprüche bitte. Yes, danke. So, dann hauen wir hier einmal gegen. Ich versuche es zumindest. So, dann... Was war das? War das... Was? Ich habe vergessen... Wasser war das, glaube ich, ne? Nehmen wir Sepp. Aufpassen. So, bip bip. Besitzansprüche. Genau, ich kann ja in der Nachbearbeitung, wenn das irgendwann auf YouTube kommt, kann ich die Zeit einblenden, wie viel das war. Das ist eine gute Idee. So, Sepp gehört mir. So, und Technologie jetzt. Nehmen wir Drill Sergeant, heißt er, glaube ich. Yes. Bam. Schätze! Ja, Schätze! So, und einmal Besitzansprüche. Ja. Kablam. So, hier können wir noch nicht durch. Hier ist... oh, das kann man kaputt machen. Alles zerstören.